Die Gaming-Welt hat ihre eigenen Pendants zu mysteriösen Erscheinungen und legendären Schätzen. Aber anstatt in leerstehenden Häusern Mutproben abzulegen oder nach realen versteckten Orten zu suchen, geht es in Gaming-Mythen um unzugängliche Parts von Spielen, Cheats und versteckte Level. Leider sind die besten dieser Geschichten eben nur genau das, Mythen. Wir haben die 10 besten Legenden der Gaming-Welt für euch zusammengestellt. Platz 10. Upgrades in Thief Dark Project. Meisterdieb Garrett darf demnächst in einem weiteren Thief durch die Gegend schleichen und auch ein für mittelalterliche Standards ziemlich abgefahrener Hightech-Bogen wird eine Rolle spielen. Zu Thief Dark Project gab es allerdings ein Gerücht um die Lieblingswaffe des Meisterschleichers. Sie sollte sich mit einigen Tricks extrem aufrüsten lassen. Die möglichen Wege dazu waren entweder lächerlich gut versteckte Upgrades oder das Durchspielen des gesamten Games auf dem Level Experte. Versucht haben das mit Sicherheit einige, dürften aber enttäuscht gewesen sein. Garrett muss sich leider mit dem begnügen, was ganz normal in Dark Project zur Verfügung stand. Platz 9. Monster in San Andreas. Die große Welt von GTA San Andreas lud zur Suche nach Easter Eggs ein, und von denen gab es ja auch genug. Einige angebliche Überraschungen stellten sich allerdings dann doch als reines Gerücht heraus. Oder besser, sie wurden nie nachweislich ohne einen Mod beobachtet. So soll es gleich 2 Gruselgestalten in den Wäldern geben. Entweder stapft hier Bigfoot durch die Gegend oder Serienkiller Leatherface samt Kettensäge, der in einer verlassenen Mühle genau um Mitternacht erscheinen soll. Wer weiß, vielleicht wird Rockstar den Mythos in GTA 5 ja wahr werden lassen. Alle, die mit ihrem Charakter stundenlang ergebnislos den Wald abgesucht haben, würden sich freuen. Platz 8. Die geheime Basis in GoldenEye. Im Einstiegslevel zu 007 GoldenEye lässt sich vom Staudamm aus per Zielfernrohr eine Basis entdecken, die unzugänglich in einiger Entfernung im Tal liegt. Um die Anlage rankten sich schnell allerlei Gerüchte. Sollte man durch Cheats, aufwendige Aktionen zum Öffnen geheimer Zugänge oder besondere Erfolge zu dieser Basis gelangen, würden dort Gegner und Waffen auf Mr. Bond warten, die alles andere im Spiel übertrumpfen würden. Als allerdings irgendwann einige Spieler per Hack an den Wänden entlang dorthin liefen, fanden sie nur unfertige, leere Räume. Dieser Mythos entstand wohl durch einen Part des Spiels, der nie fertiggestellt wurde, aber als Deko noch den Weg in den Titel fand. Platz 7. Triforce in Ocarina of Time. Ein Werbeclip zu Legend of Zelda Ocarina of Time zeigte Link, wie er das göttliche Artefakt Triforce erhielt, und die Fans gingen in der Folge davon aus, dass das auch im Spiel möglich sei. Offenbar war das auch durchaus mal geplant, aber Nintendo hat alle dazugehörigen Daten laut eigener Aussage aus dem Spiel entfernt. Das hat jedoch hartnäckige Spieler nicht davon abhalten können, es zu probieren. Es kursiert bis heute eine ganze Reihe an abstrusen Anleitungen, wie man durch Kombination von Gegenständen, Aktionen und Liedern irgendwie an das Triforce kommen kann. Nachweislich geschafft hat es aber niemand. Platz 6. Spiele, die es nie gab. Es gibt nicht nur Mythen um Geheimnisse in Spielen, es gibt auch Legenden um Spiele, die wohl nie existiert haben. Die beiden populärsten Geschichten sind die von Polybius und Killswitch. Ersteres soll ein Arcade-Spiel gewesen sein, das 1981 nur in einigen Spielhallen im amerikanischen Bundesstaat Oregon aufgestellt wurde und das auf Spiele eine süchtig machende Wirkung gehabt haben soll, die auch zu Selbstmorden führen konnte. Der Legende nach wurden die Automaten von Männern in schwarzen Anzügen überwacht und verschwanden auch schnell wieder aus den Spielhallen. Obwohl irgendwann ein angeblicher Entwickler zugegeben hat, an Polybius gearbeitet zu haben, gehört das Spiel wohl eher in die Abteilung Verschwörungstheorie. Dort ist es aber so erfolgreich, dass es auch schon einen Cameo-Auftritt in einer Simpsons-Folge hatte. Ähnlich ist die Lage bei einem angeblich von einer vom finanziellen Ruin bedrohten Bergarbeiterstadt entwickelten Killswitch. Das Besondere an diesem Spiel ist die Tatsache, dass es sich nach dem Durchspielen selber löschen soll. Der Clou an diesem Gerücht: Killswitch soll 2 verschiedene Hauptcharaktere haben und durch die Selbstzerstörung kann jeder Spieler jeweils nur mit einem die Story abschließen und wird nie wissen, wie der andere Part aussah. Platz 5. Mew in Pokémon Rot, Blau, Gelb. Pokémon mit seinen Unmengen an Sammelmonstern ist eine ideale Vorlage für Legenden rings um noch mehr Monster. So konnte man angeblich in Pokémon Rot, Blau, Gelb ins Weltall fliegen und dort Alien-Pokémon fangen, wenn man vorher alle 150 regulären Biester eingesammelt hatte. Auch Daten von nie genutzten Pokémon, die im Code entdeckt wurden, führten zu wilden Gerüchten, wie man sie vielleicht doch noch freischalten könnte. Der populärste Mythos allerdings ist der, dass unter einem geparkten Truck außerhalb von Vermilion City Mew versteckt sei. Man müsse nur den Wagen bewegen. Unzählige verzweifelte Sammler dürften versucht haben, die paar Pixel des Pickups zu bewegen, das aber definitiv und leider vergebens. Platz 4. Aeris in Final Fantasy VII wiederbeleben.
Auch um Final Fantasy VII ranken sich gleich Dutzende Legenden. Es soll möglich sein, Sephiroth zum spielbaren Charakter zu machen, einen unter Wasser atmenden oder ins All fliegenden Chocobo zu züchten oder für jeden Charakter zusätzliche versteckte Limit Breaks freizuschalten. Das hartnäckigste Gerücht ist jedoch eine Möglichkeit, Aeris nach ihrem tragischen Ende wiederzubeleben und wieder in die Gruppe aufzunehmen. Grund dafür ist vermutlich die Anspielung auf sie in der irgendwie gekürzt wirkenden Endsequenz des Spiels, als dann bekannt wurde, dass die amerikanische Version um eine weitere Cutscene und eine zusätzliche Materia erweitert wurde, gingen viele davon aus, dass sich beides um die Wiederbelebung drehen würde. Gefakte Screenshots mit Aeris in der Gruppe zum Ende des Spiels hin überzeugten zeitweilig dann zahlreiche Fans davon, dass es irgendwo irgendwie diese Möglichkeit geben musste. Am Ende waren sie wohl alle enttäuscht, aber mal ehrlich, es wäre nicht gerade zuträglich für die Story, wenn man Aeris einfach wieder herbeiseppen könnte. Platz 3. Shenlong in Street Fighter 2. Mit der erfolgreichste Gaming-Mythos entstand aus einem Übersetzungsfehler. Lange kursierte das Gerücht, dass es in Street Fighter 2 einen geheimen Gegner namens Shenlong gäbe, der Meister von Ken und Ryu sein sollte. Auslöser dafür war eine Dialogzeile in der englischen Version, in der Ryu behauptete, nur wenn du Shenlong besiegen kannst, kannst du gewinnen. Das kommt davon, wenn der Übersetzer vom Kontext keine Ahnung hat. Die Bezeichnung für eine Attacke wurde hier als Name fehlinterpretiert. Dieser simple Fehler führte dazu, dass allerlei kuriose Anleitungen entstanden, wie man Shenlong dazu bringen könnte, aufzutauchen und sich einem Duell mit Ryu zu stellen. Platz 2. Der Kuh-Level in Diablo. Einige harmlos herumstehende Kühe in Diablo 1 führten zu wilden Spekulationen. Man konnte die Rindviecher anklicken, worauf sie muten. Was nur ein harmloser kleiner Gag war, wurde aber zu einer möglichen versteckten Kombination für einen Geheimlevel aufgebauscht. Wenn man nur irgendwie die Kühe in der richtigen Reihenfolge anklicken könnte, würde sich ein Portal öffnen und zu neuem Loot führen. Dieses Gerücht war so hartnäckig, dass Blizzard in Diablo 2 tatsächlich einen Kuh-Level mit Massen an schwer bewaffneten, aufrechtgehenden Rindern einbaute. Auch wenn das Öffnen desselben nichts mit Kühen zu tun hat. In Diablo 3 fand sich als Steigerung dann ein versteckter Level mit pastellfarbenen Einhörnern und das im Grunde alles nur wegen der hyperaktiven Fantasie der Fans. Platz 1. Lara Croft ausziehen. Der feuchte Traum von Teenager-Zockern in den 90ern, Miss Lara Croft nackt in Aktion zu sehen. Seit dem ersten Spiel hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass irgendwie irgendwo ein Cheat eingebaut sei, mit dem sich die Kleidung der taffen Archäologin entfernen ließ. Auch wenn das aus heutiger Sicht gar nicht so spannend klingt, dank der mangelnden Details, wurden zahllose Kombinationen und Tricks getestet und verdächtigt. Die Duschszene am Ende von Teil 2 soll eine Anspielung der Entwickler darauf sein, allerdings wirft uns Lara hier aus dem Spiel, bevor es spannend wird. Daraus entstand aber direkt das nächste Gerücht. Wer es einmal durch das ganze Spiel schaffen könne, ohne auch nur einmal zu speichern, für den sollte diese Szene ohne Unterbrechung weitergehen. Ein hehres Ziel für Zocker und eines aus einer vergangenen, verklärten Zeit des Gamings. Heute ist der Countdown bis zum Nacktmod für weibliche Hauptfiguren gefühlt in Sekunden an den Fingern abzählbar. Das ist vielleicht irgendwie unterhaltsam und lohnt sich sicherlich auch mehr als Mitte der 90er, aber ein Gaming-Mythos wird daraus wohl nicht mehr erwachsen. Das bleibt der Ur-Lara mit ihren pixeligen Brüsten überlassen. Und damit sind wir durch. Allerdings mit unseren Top 10. Lasst uns in den Kommentaren wissen, welchen Gerüchten ihr vielleicht mal beinahe geglaubt habt oder welche versteckten Level, die nie existierten, ihr zu erreichen versucht habt.